Wir Stempeluhr einlocken, Zeitkarte nehmen, genießen und am Ende nicht das Verzerrte bezahlen, sondern die Stunden, die man im Café verbracht hat. Wir sind kein Gegenentwurf zu einem Café, sondern eigentlich nur eine Alternative zu dem herkömmlichen Konzept. Freizeit ist kostbar, ist wichtig und gerade im stressigen Alltag ist es besonders wichtig. Deswegen wollen wir diesen Fokus auf den Nimm dir Zeit legen. Es ist eher ein Raum, eine Art Wohnzimmer, in dem man verschiedene Sachen machen kann und nicht nur ein konsumorientiertes Café. Verschiedene Konzepte und Workshops wie Kräuterkunde oder Bastelkurse werden fast täglich im Café Glocke angeboten. Dabei liegt der Fokus auf der Interaktion. Ein Anti-Café, das bedeutet einfach, dass wir nicht gegen Cafés sind, sondern wir sind einfach mehr. Bei uns bezahlt man die Zeit, die man hier verbringt. Wir wollen aber auch eine Community hier erschaffen. Das heißt, wir möchten alle Generationen ansprechen und einen Austausch zwischen ihnen möglich machen. Caroline und Svetlana erfüllten sich mit dem Konzept vor knapp 2 Monaten einen Traum. Für die erste Stunde Aufenthalt im Café bezahlt der Gast 5 €, jede weitere 3 €. Für die Gäste ein Preis, den sie gerne zahlen, auch weil sie frei darüber entscheiden können, was sie in dieser Zeit machen. Ich habe hier keinen Konsumzwang, ganz klar. Also ich komme hierher, ich bringe meistens mein eigenes Essen mit, teilweise sogar meine eigenen Getränke. Und ich kann hier so lange bleiben, wie ich möchte, ohne dass ich gezwungen bin zu konsumieren. Also ich konsumiere hier quasi in Anführungszeichen nur die Zeit und dafür bezahle ich auch. Aber ich bin nicht gezwungen, dann noch irgendwie ein Stück Kuchen mir noch dann reinzuziehen. Den man im Café Glocke natürlich trotzdem findet, aber eben nicht bestellen muss. Ganz neu ist das Konzept des Cafés nicht, sondern hat in den Metropolen schon Einzug erhalten, wie das Freedom for People in St. Petersburg oder das Glasshouse in Brooklyn, New York, das allerdings im vergangenen Jahr schließen musste. Wir stellen das neuartige Kaffeekonzept aus der Neckarstadt West in Mannheimern vor. Ja, würde ich schon gerne mal probieren, ja. Wenn der Laden schön ist, ja. Ich finde das ein bisschen, also wenn man sitzt und Kaffee trinkt, möchte man den Kaffee auch genießen. Wir sitzen dann schon 1-2 Stunden ja, da. Und wir reden dann, wir erzählen und dann möchten wir nicht auf die Zeit achten. Genau. Wenn man das im Hinterkopf hat, stellen wir das nicht so gemütlich vor. Ob Sie nun den Kaffee oder die Zeit, die Sie mit Ihrem Kaffee genießen, bezahlen, eins steht fest. Zur Kasse werden Sie in jedem Fall gebeten.